Wir befinden uns an der Grenze Europas zu Asien, in Istanbul, der Hauptstadt einer Türkei mit verschiedenen Gesichtern, von denen eines immer mehr dem der westlichen Länder gleicht. Einer Türkei, die Mustafa Kemal auf den Weg der Unabhängigkeit und der Entwicklung führte und die er entschieden in der Moderne verankern wollte. Ist es nicht gerade das kemalistische Erbe, in dessen Namen die Türkei heute an die Tür der Europäischen Union klopft? Mustafa Kemal Pasha, Präsident de la République turque. Dient die Türkei nicht auch wegen ihres kemalistischen Erbes seit dem 11. September 2001 als Referenz für die Demokratieforderungen, die die Führer der westlichen Welt den Ländern muslimischer Kultur aufgezwungen hatten? Wer also war Mustafa Kemal, der Mann, der aus der Türkei das erste republikanische und laizistische muslimische Land gemacht hat? Mustafa Kemal wird 1881 in Saloniki, in bescheidenen Verhältnissen, geboren. Seine Familie lässt ihn, sobald er 7 Jahre alt ist, eine rein militärische Ausbildung absolvieren. Das Osmanische Reich ist zu diesem Zeitpunkt ein kranker Mann. Es ist den Begehrlichkeiten der Großmächte unterworfen und wird von den Autonomieforderungen der verschiedenen Nationalitäten bedroht, aus denen es sich zusammensetzt. Während Kemal die Militärakademien besucht, moderne und sehr patriotische Institutionen, keimt bei ihm die Idee auf, dass er eine historische Aufgabe hat, den Niedergang des Reiches zu beenden. Mustafa Kemal hat mit seinen Kameraden heimlich patriotische Gedichte gelesen. Er brachte verbotene Texte in Umlauf. Es gab da eine geheime Opposition gegen die Herrschaft von Abdulhamid, gegen die autoritäre Art des Systems. Diese Opposition war gegen die autoritäre Macht des Sultans, gegen die Tatsache, dass es keine freie Meinungsäußerung gab, Menschen in die Verbannung geschickt wurden, die Zensur das Reich beherrschte. Die meisten Schulen und vor allem die Militärschulen waren Keimzellen des Liberalismus und des Patriotismus. . 1908 ergreift das Komitee für Einheit und Fortschritt die Macht. Das ist die Revolution der Jungtürken. Dieser noch Unionisten genannte Zweig der Jungtürken führt die konstitutionelle Monarchie wieder ein, die von Sultan Abdulhamid außer Kraft gesetzt worden war. 1909 entthronen die Jungtürken den Sultan und ersetzen ihn durch Mehmed V. Ab 1913 wird die Jungtürkenregierung durch das Triumvirat Enver, Semal und Talat angeführt. Mustafa Kemal ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt und zählt zu den revolutionären Offizieren, die von der Aufklärung und der französischen Revolution beeinflusst sind. Er ist wirklich sehr repräsentativ für eine Generation junger Türken. Soldat, gute Ausbildung, französischsprachig, westlich beeinflusst, vor allem aber nationalistisch. Bei manchen der Jungtürken ruft Kemal jedoch Misstrauen hervor. Sie halten ihn fern, indem sie ihn auf militärische Posten in entlegene Provinzen des Reichs versetzen. Kemal ist ambitioniert. Er erträgt es nicht, von der Macht entfernt worden zu sein. Er geht daher in Opposition zu dem Führer Enver Pascha, der ein Hindernis für seine persönlichen Ambitionen darstellt. Enver Pascha duldete keine Konkurrenz und betrieb eine Politik der verbrannten Erde, selbst innerhalb der Armee. Er sah sich selbst als Napoleon, aber da war er nicht der Einzige. Mustafa Kemal sah sich auch ein wenig als Napoleon. Enver hatte eine brillante Karriere gemacht. Er war sehr jung Kriegsminister geworden und war auch viel bekannter. Mustafa Kemal fühlt sich benachteiligt, weil Enver auf militärischer und politischer Ebene Erfolg hat. Enver heiratet eine Tochter des Sultans, wird also ein sogenannter Damat. Und bei Mustafa Kemal ist das nicht der Fall. Er ist überzeugt, dass seine Entscheidungen in der Politik, in Bezug auf das Bündnis mit Deutschland, sowie auf eine ganze Reihe anderer Punkte, die richtigen sind. Aber seine Ansichten finden kein Gehör. Er hat den Eindruck, dass er recht hat, dass ihm aber trotz der Richtigkeit seiner Analysen nicht gefolgt wird.
wird. Das führt zu einem eifersüchtigen und frustrierten Verhalten gegenüber Enver und anderen Unionisten. Später, nachdem er zu Beginn der 20er Jahre, zum Zeitpunkt der Gründung der Republik, über die anderen Unionisten triumphiert hat, wird er sich daran erinnern. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs stellt sich das Osmanische Reich an die Seite der Deutschen. Als die Jungtürkenregierung sich im Frühjahr 1915 durch den armenischen Völkermord mit Schande bedeckt, beteiligt sich Mustafa Kemal nicht an den Massakern. 1919 bezeichnet er sie als von den Jungtürken begangene Katastrophe. Später wird er sich weigern, die Realität des armenischen Völkermords anzuerkennen. Zum Zeitpunkt der Massaker nimmt er an der Verteidigung der strategisch wichtigen Meerenge der Dardanellen teil. Wird Kemal mit 37 Jahren in den Rang eines Nationalhelden erhoben, während das Reich unter der Führung der Jungtürkenregierung die Niederlage erlebt. Als der Waffenstillstand unterzeichnet wird, ist das Reich in sehr schlechter Verfassung. Es steht unter vollständiger oder wesentlicher Kontrolle der Alliierten. Und an dem Tag, an dem Mustafa Kemal nach Konstantinopel zurückkehrt, sieht er dort in der Rede die ganze alliierte Flotte vor Anker liegen. Für ihn das Symbol einer nicht hinnehmbaren Situation. Sein Land und die Hauptstadt sind von alliierten Truppen besetzt. Er ist ein siegreicher General in einem besiegten Reich. Ein siegreicher General, weil er tatsächlich im Laufe des Krieges mehrere Siege errungen hat. Angefangen natürlich mit den Dardanellen. Auch wenn er dort nicht der Einzige war, wie es die offizielle Geschichtsschreibung später hat glauben machen wollen. Im Oktober 1918 besiegelt der Waffenstillstand von Mudros die Zerstückelung des Osmanischen Reichs. Kemal ist empört und versucht vergeblich, die Schaffung einer nationalistischen Regierung zu bewirken. Die Mitglieder der Jungtürkenregierung treten als Verantwortliche für die Niederlage die Flucht an. Für Kemal bietet sich nun die Gelegenheit, die Rolle zu spielen, die er bereits lange anstrebt. Trotz des Zusammenbruchs hat er vor, dem Reich ein Ende zu bereiten und die Republik auszurufen. Zum Zeitpunkt des Waffenstillstandes werden die türkischen Armeen demobilisiert. Kemal wird im Mai 1919 vom Sultan abgeordnet. Er hatte also eine offizielle Mission der nach dem Waffenstillstand eingesetzten osmanischen Regierung. Er wird offiziell als Inspektor der Armee nach Ostanatolien gesandt, um die Demobilisierung durchzuführen. Dort wird er gegen diese Mission verstoßen und den Widerstand organisieren. Im Gegensatz zur kemalistischen Tradition oder dem kemalistischen Mythos, so wie er hier und da verbreitet wird, ist der Begriff Befreiung nicht mit Mustafa Kemal aufgekommen. Der Begriff Befreiung kommt auf, bevor Mustafa Kemal Konstantinopel verlässt. Und es entstehen verschiedene Bewegungen, manche kontrolliert von den Unionisten, andere von extremen lokalen Interessengruppen. All diese Leute denken nationalistisch. Sie sagen, wir nehmen es nicht hin, dass die Türkei besetzt ist und von diesen und jenen zerstückelt wird. Il y a quelques bandes armées qui commencent à organiser une résistance, une partie des notables. Einige Teile der Armee beginnen Widerstand aufzubauen. Auch ein Teil der Honoratioren aus der Provinz von der Mittelmeerküste. Diese Honoratioren haben sich durch die Vernichtung der Armenier und die Aneignung ihrer Güter beträchtlich bereichert. In den Kurdenprovinzen beginnen die kurdischen Geistlichen und Honoratioren Widerstand aufzubauen, auch hier aus demselben Grund. Denn diese kurdischen Würdenträger waren ganz massiv an der Ermordung der Armenier beteiligt. Diese Bewegungen entstehen nun und müssen koordiniert werden. Sie brauchten eine zentrale Kraft und ein politisches Projekt, denn einige zögern. Sie lehnen die Besatzung und die Bevölkerungsbewegungen zwar ab, aber wofür? Die einen sind bereit, ein amerikanisches Mandat zu akzeptieren, die anderen sind bereit, andere Lösungen zu suchen.
Aber niemand stellt sich wirklich eine unabhängige Türkei als einen international anerkannten Staat vor, als einen Akteur auf der internationalen Bühne und nicht mehr nur als Objekt. Das ist nun die große Stärke von Mustafa Kemal. Zum einen vereint er diese verschiedenen Strömungen der Opposition, zum anderen liefert er ihnen ein politisches Projekt, und zwar auf zwei Kongressen im Frühjahr 1919. Er tut es auf seine Weise, das heißt mit einer Mischung aus geschmeidiger Diplomatie und militärischer Brutalität, die dazu führt, dass er Ende des Jahres 1919 in der Tat der unumstrittene Herr der Bewegung wird. Among all the people around on the scene, Mustafa Kemal was Mustafa Kemal war zu der Zeit der fähigste, ja vielleicht der einzige, der in der Lage war, die Führung dieser Bewegung zu übernehmen. Warum? Weil Mustafa Kemal 1915 während dieser tragischen Episode des Massakers an den Armeniern an der Schlacht an den Dardanellen beteiligt war. Das ist eine seiner größten kriegerischen Heldentaten. Er hat ja viele Siege in seiner militärischen Laufbahn errungen. Auf jeden Fall hatte er nichts mit dieser schrecklichen Geschichte zu tun. Er war, was die Verantwortung auf dieser Ebene betraf, absolut unschuldig. Das war sehr wichtig. Weniger auf innenpolitischer als auf internationaler Ebene. Wäre er das nicht gewesen, wäre die gesamte nationale Bewegung von den Westmächten als kriminell betrachtet worden. Und sie hätten ihr gegenüber eine strengere Haltung an den Tag gelegt. Durch den Vertrag von Sèvres vom August 1920, der zwischen der osmanischen Regierung und den Alliierten unterzeichnet wurde, verbleiben dem Reich nur noch 15% des Territoriums, das es 5 Jahrhunderte lang kontrollierte. In den Augen der Nationalisten hat der Sultan Verrat begangen. Unter Kemals Kommando wird von Ankara aus nach und nach der Widerstand gegen die Besatzung vereinigt. Nach dem Sieg über die Griechen zwischen 1922 und 1924 fliehen mindestens 900.000 Christen aus dem ehemaligen Reich, während 400.000 Muslime aus Griechenland in die neue Türkei kommen. Nach dem armenischen Völkermord und diesen Bevölkerungsbewegungen existiert das ethnische Mosaik des Osmanischen Reichs nicht mehr. Für Kemal beginnt nun die Zeit der Machteroberung. Der Sieg Mustafa Kemals 1922 ist der Beginn eines politischen Kampfs. Denn für viele Menschen war die Episode von Ankara nur ein Intermezzo. Sobald Sieg und Frieden wiederhergestellt werden würden, wäre Istanbul erneut die Hauptstadt. Das Land würde von einem konstitutionellen Sultanat und einem Parlament in Istanbul regiert werden und so weiter und so weiter. Mustafa Kemal Atatürk war als militärischer Führer akzeptiert worden, nicht als politischer, ganz im Gegenteil. Selbst seine Weggefährten betrachteten ihn als einen Führer, der zur Befreiung führen und dann zur Seite treten würde. Mustafa Kemal, en utilisant cette trahison. Mustafa Kemal konnte nun den Verrat des Sultans nutzen und hatte so die Möglichkeit, nicht nur den Sultan auszutauschen, wie die Jungtürken das 1909 getan hatten, sondern gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und so bekamen wir die Republik. Die Konferenz von Lausanne, die am 21. November 1922 beginnt, soll die Friedensbedingungen regeln. Im Gegensatz zu den Jungtürken, die das Modell des kalifalen Osmanischen Reichs hatten bewahren wollen, will Mustafa Kemal sich auf die anatolischen Grenzen der Türkei beschränken und mit deren Reichsvergangenheit brechen.
Die Alliierten haben sowohl die Nationalisten als die Sieger des Unabhängigkeitskrieges als auch die Regierung des Sultans eingeladen. Kemal ergreift die Gelegenheit, um die in Ankara eingesetzte große Nationalversammlung am 1. November 1922 für die Abschaffung des Sultanats stimmen zu lassen und zwingt sich auf diese Weise als einziger Gesprächspartner der Alliierten auf. Bis zu diesem Tag vereinigte der Monarch zwei Formen der Macht. Zum einen die politische und weltliche in Form des Sultanats, zum anderen die geistliche und symbolische in Form des Kalifats. Von nun an gibt es keinen Sultan mehr, dafür jedoch einen Kalifen, der keine politische Macht besitzt. Die Verhandlungen von Lausanne dauern 8 Monate. Der Vertrag von Lausanne, der im Juli 1923 von Ismet Pascha, dem Vertreter von Mustafa Kemal, unterzeichnet wird, führt zum Abzug der alliierten Truppen. Verglichen mit dem Vertrag von Sèvres, der 1920 von den Alliierten aufgezwungen wurde, stellt der Vertrag von Lausanne einen beträchtlichen Sieg dar. Einige Regelungen, die die Beziehung zwischen Europa und dem Osmanischen Reich betrafen, sind verschwunden. Zum Beispiel die Kapitulation, die das Reich in einer Art Schwebezustand hielt. Der Staat erlangt die volle anerkannte Unabhängigkeit, was wirklich beachtlich ist. Übrigens ist keine Rede mehr von der Möglichkeit, einen armenischen Staat zu schaffen oder eine kurdische Autonomie. All das ist mit dem Vertrag von Lausanne Geschichte geworden. Das wird auch wichtig als Signal für jene Länder, die damals noch nicht Dritte Weltländer heißen. Diese Länder sehen nun, wie ein offensichtlich unter europäischer Kontrolle stehender Staat wie die Türkei über diese europäischen Länder triumphiert und sich als unabhängiger Staat durchsetzen kann. Eine sicherlich nicht zu unterschätzende Auswirkung. Am 29. Oktober 1923 ruft die große türkische Nationalversammlung die Republik aus und wählt Mustafa Kemal zum Präsidenten. Kemal ernennt Ismet Pascha zum Premierminister und bestimmt Ankara als Hauptstadt der Türkei, um mit der Geschichte des Osmanischen Reichs zu brechen. Als letzte Etappe dieser Revolution lässt Mustafa Kemal, nachdem er das Sultanat beseitigt hat, am 3. März 1924 das Kalifat abschaffen. Seitdem hat die muslimische Welt nie wieder eine einheitliche geistliche Leitung gefunden. Diese Entscheidung löst in der Türkei und in der muslimischen Welt Wirbel aus. Wegen seiner Nichtzugehörigkeit zur arabischen Welt hatte das osmanische Kalifat jedoch ohnehin eine nur geringe Legitimation. Seine Abschaffung führt nicht zur Verdammung Kemals. Die Ausweisung der Mitglieder der osmanischen Dynastie in die Schweiz ruft übrigens nur sehr geringen Protest hervor. Mit 42 Jahren setzt sich Kemal, der Militärstratege, als geschickter politischer Taktiker durch. Im Gegensatz zur Abschaffung des Sultanats ruft die Abschaffung des Kalifats Demonstrationen hervor, die er auf seine Weise behandelt, das heißt mit Brutalität und Effizienz. Dieses einheitliche Kalifat, das kein Sultanat war, drohte zur Keimzelle einer Opposition gegen die neue Macht von Mustafa Kemal zu werden. Denn dieser wollte im Grunde einen neuen, auf Anatolien und den türkischen Nationalismus ausgerichteten Staat schaffen und hatte keinerlei Verwendung mehr für die Muslime außerhalb einer nationalistischen, republikanischen Türkei. Es gab viel Kritik und viel Widerstand. Er hat das Parlament abgeschafft, das einen harten Kampf geführt hatte. Und das demokratischste Parlament gewesen war, das die Türkei je hatte. Es gab viel Kritik. Und indem er es abschaffte, hat Kemal gezeigt, dass er wirklich kein Freund von Kritik war. Er fordert zu viel, er macht zu viel und handelt zu schnell. Es wird eine Art Diktatur und genau das wird ihm vorgeworfen. Rasch wird er als Diktator beschimpft und muss sich vorwerfen lassen, weit über das hinausgehen zu wollen, was noch vernünftig ist. Nach und nach taucht in Konfrontation mit dieser ersten Opposition die Schwierigkeit auf, die gewünschte Macht zu begründen. Und es entwickelt sich eine Persönlichkeit, die ab 1924-25 erst richtig deutlich wird. Respekt
Respekt gemischt mit Furcht. Das war das Gefühl, das er bei den Menschen seiner Umgebung auslöste. Kemal ist autoritär und will über starke Macht verfügen. Er bringt die verschiedenen Oppositionsgruppen zum Schweigen, vor allem wenn sie als eine Bedrohung für die Unversehrtheit des Landes gelten. Das ist 1925 beim Kurdenaufstand der Fall, den Kemal blutig unterdrücken lässt. Den Kemalisten war deutlich bewusst, dass es in der Türkei ein Kurdenproblem gab. Der Unabhängigkeitskrieg von 1919 bis 1922 war nur möglich, weil es einen Pakt zwischen Kurden und Türken gab. Mustafa Kemal hat die meisten kurdischen Würdenträger um Unterstützung gebeten, indem er ihnen eine Bruderschaft zwischen Kurden und Türken versprach, die Wiedererlangung des Wiaje von Mossul, also der irakischen Kurdengebiete, versprach und schließlich, indem er die Bewahrung des Kalifats versprach. 1923, 1924 wurden die drei Versprechungen jedoch gebrochen. Zu dieser Zeit verhandeln die Türken mit den Briten über die Erdölfelder in dem damals noch Mesopotamien genannten Gebiet. Der Begriff Irak wurde kaum noch verwendet. Dabei kommt es zu einer Debatte. Das ist der einzige Punkt, bei dem der Vertrag von Lausanne die Türken nicht zufriedenstellte. Für die Türken ist es offensichtlich, dass der Kurdenaufstand keine rein kurdische Erhebung ist. Es ist eine von den Briten, vielleicht auch von anderen Gegnern, möglicherweise den Sowjets betriebene Operation gegen türkische Interessen. Die Türken wissen also, dass sie anfällig sind. Sie sehen diese Operation und reagieren brutal, ohne jede Skrupel, um sie zu beenden. Es ist sicher, dass die türkische Armee, wenn Sie mir diesen Ausdruck verzeihen, nicht sehr subtil vorgegangen ist. Ab 1924-25 werden Oppositionsparteien und Gewerkschaften verboten. Den höchsten Führer umgibt ein regelrechter Personenkult. Im Sommer 1926 vereitelt Kemal einen Attentatsversuch, der unter dem Namen Verschwörung von Smyrna bekannt geworden ist und der von einigen ehemaligen Jungtürken von Union und Fortschritt angezettelt worden war. Das war seine Revanche, denn er hatte die Jungtürken nie gemocht. Aber vielleicht ist es nicht ganz richtig, von Revanche zu sprechen. Denn ganz offenkundig hatten sie eine Verschwörung gegen ihn angezettelt, die darauf abzielte, ihn zu ermorden. Und manche von ihnen waren in dieses Mordkomplott verwickelt. Nur wenige standen hinter der Verschwörung. Sie wurde von zwei oder drei Leuten angezettelt, die über keinerlei gesellschaftliche Basis verfügten, die keine politische Strömung repräsentierten. Mustafa Kemal war so genial, diese Verschwörung zu nutzen, um das Bild einer von inneren, aber auch von äußeren Feinden bedrohten Türkei zu verbreiten. And when this the whole thing happened, a few others. Bei dieser Gelegenheit wurden einige andere Führungspersönlichkeiten der Unionisten eliminiert, von denen nicht bekannt ist, ob sie mit dem Attentatsversuch zu tun hatten. Damit war die Geschichte von Union und Fortschritt beendet. Die Verschwörung hat es Mustafa Kemal ermöglicht, sich als alleiniger Führer durchzusetzen. 1927 hält Kemal anlässlich des vierten Jahrestages der Republikgründung eine Rede, in der er mit Emphase sein eigenes Epos erzählt. Dieser Bericht, der unter der Bezeichnung Nutuk, dem türkischen Wort für Rede, in die Annalen einging, dauert 36 Stunden, verteilt auf mehrere Tage. So
Die berühmte Rede beginnt damit, dass er selbst im Mai 1919 in Samsun an Land geht und die Führung des anatolischen Widerstands übernimmt. Tatsächlich gibt es eine Angleichung der Geschichte, die er verkörpert, an seine eigene Geschichte. Der Nutuk ist in der Tat ein Einschnitt in der ersten Phase der türkischen Republik. Denn er ist für Mustafa Kemal die Gelegenheit, die Ereignisse auf seine Weise niederzuschreiben oder besser umzuschreiben. Natürlich, um selbst gut dazustehen. Das führt jedoch vereinzelt dazu, dass er seine Rolle zulasten der anderen Unionisten überbewertet und damit die Geschichte zu seinen Gunsten umschreibt. Der Kemalismus sieht sich nicht mehr nur in der Kontinuität von Union und Fortschritt. Der Kemalismus sieht sich als eine eigene Bewegung mit einer eigenen historischen Bedeutung. Wie all seine Zeitgenossen in der Türkei und vielleicht auch anderswo, war Mustafa Kemal stark von der westlichen Welt beeinflusst. Diese war zu der Zeit das Ideal. So lebten die feinen Leute. Sein großes Streben war es, die türkische Gesellschaft auf dieses Niveau zu bringen. Das bedeutete in gewisser Weise, zu der Welt zu gehören, die die Welt regiert, zur modernen Gesellschaft zu gehören, auf dem Höhepunkt der Welle zu stehen. Er steht damit im Zusammenhang mit einer Debatte, die bereits am Ende des Osmanischen Reichs, deutlich vor 1908, begonnen hat, nämlich dem Projekt der Veränderung der Gesellschaft. Anders gesagt, nur die Veränderung von Gesellschaft und Kultur, der Zugang zur westlichen Kultur, die das Ende der asiatischen Dunkelheit bedeuten würde, würde der türkischen Nation das Überleben erlauben. Zwischen 1924 und dem Beginn der 30er Jahre verwirklicht Kemal den Großteil seines Werkes. Die neue Gesetzgebung erschüttert den Alltag der Türken. Mit dem Risiko, in einer noch weitgehend ländlichen und von religiösen Werten geprägten Gesellschaft Traumata zu verursachen. Aber Kemal will schnell vorangehen. Er duldet es nicht, dass sein Programm in Frage gestellt werden könnte. Die Reformen werden daher im Eiltempo durchgesetzt. Nachdem die Republik gegründet und das Kalifat abgeschafft worden ist, leitet er nun all die großen Reformen ein, die darauf abzielen, die Religion nach einem Modell zu säkularisieren, das wir kennen. Es ist das laizistische Modell der Französischen Republik. Das Modell, in dem die Kirche nicht angefochten wird, wie bei Lenin und den Sowjets. Es ist keine atheistische Politik. Es ist eine Politik, in der die religiöse Institution, wenn der Islam denn so genannt werden kann, dem privaten Leben vorbehalten bleibt. 1924 stellt Kemal alle schulischen Einrichtungen unter die Kontrolle des Staates und schafft endgültig die religiösen Gerichte ab. 1925 reformiert er die Kleidervorschriften und schreibt das Tragen von Hüten vor. Gegen diese Anordnung, die darauf abzielt, den Fes und religiöse Kopfbedeckungen wie den Turban zu verbieten, gibt es Protest, was dazu führt, dass das Regime etwa 100 Widerspenstige hinrichten lässt. Noch heute ist der Fes offiziell verboten. Im selben Jahr verbietet Kemal die Bruderschaften, die das Leben zahlreicher Türken prägen, und ersetzt den muslimischen durch den noch heute verwendeten gregorianischen Kalender. 1926 lässt er ein bürgerliches Gesetzbuch verabschieden, das die Gleichheit von Mann und Frau bestimmt und die Polygamie abschafft. 3 Jahre zuvor hatte Kemal übrigens standesamtlich Latife geheiratet, entgegen den Sitten, die vorschreiben, dass die Hochzeit zuvor religiös gefeiert wird. Kemal und seine Gattin Latife lassen sich 1 Jahr nach ihrer Hochzeit scheiden, ohne Kinder bekommen zu haben. 1926 lässt er auch ein Strafrecht und ein Handelsrecht verabschieden, die sich ebenfalls auf das Vorbild der europäischen Gesetzbücher stützen. 1928 lässt er den Satz „Der Islam ist die offizielle Staatsreligion“ aus der Verfassung streichen. Keine Regierung hat diese Entscheidung seitdem zurückgenommen. Kein muslimisches Land ist seitdem so weit gegangen.
Im selben Jahr lässt er das Freitagsgebet auf Türkisch sprechen. Ebenfalls 1928 lässt Kemal das arabische Alphabet durch das lateinische Alphabet ersetzen. Eine Expertenkommission empfiehlt die Durchführung dieser Reform binnen mehrerer Jahre. Kemal entscheidet, dass sie in mehreren Wochen oder gar nicht durchgeführt wird. Die Verwendung arabischer Buchstaben wird verboten und die Bücher werden im Sinne des Regimes neu geschrieben. Diese Maßnahme ist die radikalste und verstörendste für die türkische Gesellschaft. Sie bestätigt den Bruch mit der arabisch-muslimischen Welt, der bereits durch den Abgang Syriens, Palästinas und des Irak aus dem Staatsgebiet der neuen Türkei und durch die Abschaffung des Kalifats vollzogen wurde. There is something to be mentioned about the method. When the method is quick. Zu der Methode ist etwas anzumerken. Brutales Vorgehen führt zu einer traumatisierten Gesellschaft. Denn eine brutale Veränderung bewirkt Traumata. Es liegt nahe, gegen diese Brutalität und dieses diktatorische Vorgehen zu protestieren. Und mit dem Abstand, den wir heute zu den Ereignissen haben, erst recht. Wäre das Ergebnis bei einem sanfteren Vorgehen besser gewesen? Sicher ist auf jeden Fall, dass Mustafa Kemal versucht hat, den Rhythmus der Jahre durcheinander zu bringen und das, was nach Ansicht anderer Jahre dauern würde, in Monaten und Wochen durchzuführen. Kemal ist ein Erneuerer, aber er ist kein Demokrat. Auf diese Zweideutigkeit fußt nun die türkische Republik. Er duldet keinerlei Form von Widerspruch und verleiht seiner Herrschaft immer autoritärere Züge. Er gleicht sie den diktatorischen Modellen der Zeit an, auch wenn das Wesen der kemalistischen Herrschaft unter den Historikern umstritten ist. Wir haben uns angewöhnt zu denken, Kemal habe ein westliches Regime geschaffen. Und das ist völlig richtig. 1920 war die Idee eines autoritären, diktatorischen Regimes einer einzigen Partei, die einen Führer verehrt und Liberalität, Pluralität, ja sogar die Vorstellung des Individuums hasst, eine sehr westliche Vorstellung. Das faschistische Italien, das nationalsozialistische Deutschland, die Sowjetunion, erst von Lenin, dann von Stalin. Und wir haben weitere Beispiele, etwa in den Balkanländern, auf der Iberischen Halbinsel. In diesem Sinne glaube ich tatsächlich, dass Mustafa Kemal einen westlichen Staat geschaffen hat. Dieser gehörte ganz entschieden zu den autoritären und totalitären Erfahrungen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. »1930 hat Mustafa Kemal eine Oppositionspartei gegründet, die Freie Republikanische Partei, eine liberale Partei, was ambivalent ist und zugleich seine autoritäre Haltung zeigt. Es gibt witzige Berichte darüber, nach denen er den Führer dieser Partei vorlädt und ihm sagt, du wirst eine Oppositionspartei gründen. Es ist eine ziemliche Farce. Zugleich zeigt es aber seinen Wunsch, das westliche Modell der Demokratie und des Mehrparteiensystems wiederzugeben. Nach der Krise und dem Scheitern der Gründung dieser Partei, die einen starken Widerstand gegen das kemalistische System geleistet hat, war eine ziemlich deutliche Entwicklung zu einem autoritären Regime mit einer einzigen Partei festzustellen. Das Regime hat gemerkt, dass das Risiko einer Explosion, eines radikalen Protests besteht. Daraufhin hat es beschlossen, seine Methode radikal zu verändern
und sich in einem anderen Rahmen zu bewegen, einem revolutionären Rahmen und nicht mehr ausschließlich im Rahmen einer reformerischen Regierung. Zu diesem Zweck wurden Delegationen nach Italien und in die Sowjetunion entsandt, um zu lernen, wie die Russen und die Italiener vorgehen und wie diese beiden Revolutionen, die faschistische und die bolschewistische Revolution, die Zustimmung der Bevölkerung gewinnen. Bei ihrer Rückkehr entschied sich die kemalistische Elite für eine Politik der Massenmobilisierung mit Massenorganisationen und vor allem die Jugend vollständig zu integrieren, um sie in gewisser Weise zur Speerspitze der kemalistischen Revolution zu machen. Milli kültürümüzü Boğaz'ın medeninin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Atin'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Wenn Sie Mustafa Kemal in den 30er Jahren im Radio sprechen hören oder die Propaganda sehen, die ebenfalls ab den 30er Jahren wirklich politisch organisiert wird, so weht schon so etwas wie ein faschistischer Wind. Etwa mit den Einrichtungen, die als Volkshäuser bezeichnet werden und deren Aufgabe darin besteht, die gute Nachricht der Partei dem Volk nahezubringen. Man hat die Impression, dass es etwas vom Stil faschist gibt, mit Organisationen, que l'on appelle les maisons du peuple, qui sont chargées d'apporter la bonne parole, si vous voulez, du parti. Im faschistischen und im kommunistischen Modell kam die Bewegung von unten. Die faschistischen Bewegungen von Mussolini oder Hitler waren wirklich nicht demokratisch. Aber beide waren Massenbewegungen. In der Türkei handelt es sich nicht um eine Bewegung des Volkes. The Turkish case is not a popular movement. Un régime qui Ein Regime, das eine Revolution im Sinne des Parlamentarismus, im Sinne einer durch die Mehrheit der Bevölkerung gemachten Politik durchführt, ist zunächst ein fortschrittliches Regime. Der Faschismus ist dagegen ein Schritt nach hinten, ich würde sogar sagen, ein reaktionäres Regime. L'important est de voir où la société Wichtig ist zu sehen, wohin sich die Gesellschaft unter dieser Diktatur entwickelt. Wenn sich hier zeigt, dass die eingeschlagene Richtung für die Gesellschaft etwas Emanzipatorisches hat, dann kann niemand von Faschismus sprechen. Während der 30er Jahre versucht Kemal, verlockt von den zu dieser Zeit verbreiteten Fragen der Rasse und des Volkes, eine rassische Vision der Geschichte Anatoliens durchzusetzen. Des Gebietes, das seit dem Vertrag von Lausanne den größten Teil des Territoriums der Türkei darstellt. Wir wissen alle, dass die Türken im 11. Jahrhundert nach Anatolien gekommen sind, dass Anatolien griechisch, armenisch, kurdisch, assyrisch, chaldäisch, arabisch und alles Mögliche war, aber ganz gewiss nicht türkisch.
Das ist ein richtiges Problem. Die ganzen Vorstellungen von Nation und Nationalismus des Westens, die die türkischen Eliten übernommen haben, bestehen darin, die Präsenz, das historische Recht zu rechtfertigen. Wir waren vor euch da, wir waren vor den anderen da und so weiter. Damit wird es ganz wichtig, sich Anatolien anzueignen. Die Besitzurkunde von Anatolien zu haben. Dies wurde durch die vollständige Umschreibung der Geschichte erreicht. Es wurde erklärt, Anatolien sei seit Tausenden von Jahren türkisch. Davon ausgehend wurde festgelegt, dass nicht nur Anatolien, sondern die gesamte Menschheit ursprünglich türkisch war. Genauso wurde noch willkürlicher die Idee verbreitet, das Türkische sei eine Sprachenmutter, die Muttersprache aller Sprachen, aus der alle anderen Sprachen hervorgegangen wären. Er wollte dem Land die Mittel geben, stolz auf sich zu sein. Das ist wie dieser Spiegel im Märchen, der immer sagt, du bist die Schönste im ganzen Land. Er wollte der Gesellschaft eine wirklich schöne Geschichte schenken. Ganz sicher gibt es Ermüdungserscheinungen. Vor allem, wenn man so wie er in den ersten 5 oder 7 Jahren einen absolut außergewöhnlichen Weg absolviert hat. Es stimmt. Wenn, dann wird versucht, etwas anderes zu machen. Dann werden die Beschäftigungsfelder bisweilen weniger interessant und die Perspektive wird weniger stark. Es kommt zu einer gewissen Ermüdung, zu einer gewissen Alterung, vielleicht zu einer gewissen Schwächung der Umwelt, einer gewissen Tendenz zum Mittelmaß dieser Umwelt und natürlich erleichtert all das die Mittelmäßigkeit. Trotz der Verlockung des Autoritären vervollständigt Mustafa Kemal sein Reformwerk unter dem beifälligen Blick der Westmächte. 1932 tritt die Türkei dem Völkerbund bei und der griechische Premierminister schlägt erfolglos vor, Kemal solle den Friedensnobelpreis erhalten. 1930 gründet Kemal die Zentralbank der Türkischen Republik. Der öffentlich bekundete Wissenschaftsliberalismus der 20er Jahre wird wegen der negativen Auswirkungen der Krise von 1929 aufgegeben. Von nun an entscheidet sich Kemal für eine vom Staat dirigierte Wirtschaft. 1932 erfolgt der Gebetsruf nicht mehr auf Arabisch, sondern auf Türkisch. 1934 erhalten die Frauen das aktive und das passive Wahlrecht. 15 Jahre nach den Deutschen, aber 11 Jahre vor den Französinnen. Die türkischen Frauen strömen zahlreich in die Wahllokale. Um seinen Wunsch nach Emanzipation der türkischen Frau zu veranschaulichen, aber auch in dem Bemühen, keinen Kronprinzen oder Nachfolger zu benennen, adoptiert Kemal 8 Töchter. Die meisten von ihnen sind bereits erwachsen. Er hat junge Frauen ausgesucht, die in ein Schema passen, das als politisches Marketing bezeichnet werden könnte. Die Tatsache, eine Historikerin und Intellektuelle zu wählen oder eine Pilotin, all das entspricht bestimmten Funktionen oder Parametern für beispielhafte Erfolge der türkischen Frau. Im selben Jahr, 1934, führt er einen Personenstand ein und verpflichtet die Türken, Familiennamen zu tragen. Daraufhin wird ihm der Name Atatürk oder Türkenvater zugesprochen. 1935 vollzieht er einen weiteren Schritt in der Übernahme des westlichen Gesellschaftsmodells. Der Sonntag wird zum wöchentlichen Ruhetag, was unverändert gilt. 1937 wird der Begriff des Laizismus in die Verfassung aufgenommen. Diese Einführung ist unantastbar und gilt noch immer. Der Einfluss des Kemalismus hat die Grenzen der Türkei weit überschritten. Mustafa Kemal ist zum Vorbild für zahlreiche Länder, vor allem in der kolonisierten Welt geworden.
Aber sein Ansehen gilt auch in der westlichen Welt, die ihn als Empfehlung für die Länder muslimischer Kultur sieht, die aufgefordert sind, sich zu modernisieren. The name of Ghazi Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the Turkish, the new modern Turkish state, and will forever be inscribed indelibly upon the rolls of history. Türk milleti tap en demokrattır. The Turkish nation is democratic by nature. Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin I have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims. This will not be all. Perhaps it can lead to a world of love, with all old prejudices erased, with all nations coexisting in peace and prosperity. Kemal Atatürk hatte starken Einfluss auf mehrere Führer der arabisch-muslimischen Welt. Bourguiba zum Beispiel hat nie den ganz direkten Einfluss und die geistige Vaterschaft Mustafa Kemals verschwiegen. Und der Schah von Iran erzählt, auf einer ganz anderen Ebene, von seinem großen Bedauern, dass es ihm nicht gelungen ist, den Iran so zu reformieren, wie es Atatürk gelungen ist, die Türkei zu reformieren. Und der Vater des Schahs war zu Beginn der 30er Jahre nach Ankara gereist und betrachtete die Türkei als sein Vorbild. Genau wie der König von Afghanistan, der ebenfalls in die Türkei gereist ist und aus Afghanistan ein modernisiertes Land nach dem Vorbild der Türkei Atatürks machen wollte. Am 10. November 1938 stirbt Kemal im Alter von 57 Jahren in Istanbul an einer Zirrhose. Sein Premierminister İsmet İnönü folgt ihm an der Spitze des Staates. Die Türkei bereitet Mustafa Kemal Atatürk grandiose und bewegende Beisetzungsfeierlichkeiten. Die gesamte Bevölkerung von Istanbul ist von gewaltiger Trauer erfüllt und verneigt sich vor den sterblichen Überresten des Mannes, der über 15 Jahre hinweg eine in der Geschichte der muslimischen Völker nie dagewesene gesellschaftliche Revolution durchgeführt hat. Aus diesem Grunde hat das türkische Volk ihm den Beinamen Atatürk gegeben, Vater der Türken. C'est évidemment un bilan contrasté que l'on peut tracer de la Turquie parce que Die Bilanz ist natürlich sehr gegensätzlich, denn die Veränderungen, die Reformen haben auf sehr ungleiche Weise auf das Land eingewirkt. Die Reformen, die neuen Ideen, die zu Mustafa Kemals Zeit umgingen, die nachdrückliche Einwirkung auf die Gesellschaft, die Modernisierung des gesamten Lebens und auch die Verwestlichung der Sitten haben dazu beigetragen, bestimmte Ungleichheiten in der Türkei zwischen den Städten und dem Land zu verstärken. Die Bilanz von 1938 muss in den 50er Jahren gezogen werden, zu der Zeit, als die Demokraten an der Macht sind. Da sie liberaler sind, geben sie einer bäuerlichen und religiösen Türkei mehr Gewicht und zeigen deutlicher die Grenzen der kemalistischen Reform. Bis ein Mausoleum für ihn errichtet ist, wird der Leichnam des großen türkischen Staatsmanns im ethnografischen Museum ruhen, in jenem Museum, das sein Werk ist und vor dem das dankbare türkische Volk bereits zu seinen Lebzeiten sein Denkmal aufgestellt hatte. Ein einzigartiger Fall auf der Welt. Seit 1938 steht jedes Jahr am 10. November um 9.05 Uhr, dem Jahrestag von Mustafa Kemals Tod, die Zeit still. In Erinnerung an den Vater der modernen Türkei legen die Türken eine Schweigeminute ein.
Aber um das kemalistische Erbe wird heftig gestritten. Von den verschiedenen Strömungen in der politischen Szene der Türkei, die in diesem Erbe das beste Instrument für ihre Legitimität sehen. So hat sich die türkische Armee angesichts der verschiedenen Oppositionen, sei es der Linken, sei es der islamistischen, zur selbsterklärten Hüterin der kemalistischen, republikanischen, laizistischen Ideologie erhoben. Wir stehen hier einem System gegenüber, in dem die Armee ihre Präsenz im Land mit Hilfe des Bildes von Kemal legitimiert. Damit dieses Bild ausreichend stark ist, muss es von der Armee gestützt werden. Wie kann der reformerische Heißhunger von Mustafa Kemal heute eingeschätzt werden? War Mustafa Kemal ein genialer Visionär, dem die Türkei es zu verdanken hat, dass sie mit unseren Regeln der Moderne konkurriert? Oder war er ein Despot, wenn auch ein Aufgeklärter, der aber eine autoritäre politische Kultur bewirkte, die noch heute die Vollendung der Demokratisierung der Türkei bremst? In diesem Widerspruch zwischen den bisweilen recht forschen Regierungsmethoden Kemals und dem bisweilen spektakulären Fortschritt, den die Türkei verzeichnet hat, liegt die ganze Komplexität des Kemalismus. Und was bleibt heute davon? Ein Tabuthema. Ein Gesetz von 1951 bedroht jeden, der die Erinnerung an Atatürk angreift, mit einer Strafe von 1 bis 3 Jahren. Warum? Sicherlich, weil der Kemalismus der Kitt einer Gesellschaft bleibt, die zwischen einer westlich orientierten städtischen Klasse und Teilen der Bevölkerung gespalten ist, die von den Sirenen des Islamismus verführt sind. Weil die Frauen, die die Herrschaft eines politischen, freiheitstötenden Islam fürchten, im Kemalismus die einzige Ideologie finden, die in der Lage ist, ihr Gesellschaftsmodell zu verteidigen. Weil Mustafa Kemal die Kühnheit hatte, die Modernisierung einer stark religiös geprägten Gesellschaft durchzuführen. Und dies in einem der arabisch-muslimischen Welt noch immer unerreichten Maße.